Ihr habt es euch oft gewünscht und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Ihr wollt Videospiel-Reviews, ihr bekommt Videospiel-Reviews. Warum allerdings das erste Game-Review, das ich mache, irgendein alter Ego-Shooter-Schinken namens Homefront ist? Keine Ahnung, aber um ehrlich zu sein, mein Review-Lineup hat bis jetzt noch nicht einmal ich ansatzweise jemals durchschaut. Von daher, wurscht. Oh, warte mal, sorry, da glaube ich was verwechselt. Homefront, nicht das Spiel. Der Film mit Jason Statham, James Franco und Winona Ryder, der auf einem Buch basiert. Und wo das Drehbuch Sylvester Stallone geschrieben hat. Das kann ja mal was werden. Open Road Pictures presents. Zum Glück nicht The Road Pictures, weil sonst würde Jason Statham einfach nur 100 Minuten durch eine triste Landschaft gehen, versnobte Filmkritiker auf aller Welt würden sich alle 11 Finger abschlecken und ich würde wahrscheinlich da hinten in der Ecke ein klitzekleines Nickerchen einschieben. Der Film beginnt mit einer Bande von lauten Bikern, die sind offensichtlich vom Set von der Entführung der U-Bahn Pelham 123 geflüchtet, weil auch sie gecheckt haben, dass sie dort wirklich absolut gar nichts zu suchen haben. Die Biker betreten ein Lokal, ich warte jetzt einfach nur, wie lange es dauert, bis Megan Fox ihnen Feuer unter dem Hintern macht. Hinter diesem Lokal werden übrigens in irgendeinem kleinen Labor Drogen hergestellt und einer will sich natürlich direkt in dem Labor eine Crackpfeife anzünden. Das ist echt clever, weil nicht, dass das Zeug irgendwie ansatzweise in die Luft fliegen könnte. Walter White meint daraufhin zu Jesse, er soll sich bitte das Zeug zu Hause anzünden. Der meint, okay, und geht. Die Top-Angestellte, den würde ich für meine Top-Secret-Operation auch unbedingt brauchen, bitte. Jason Statham ist ein Undercover-Cop, der offensichtlich dort im Michael Myers aus Halloween 2 Cosplay unterwegs ist. Ist das aktuell irgendwie Jason Stathams Masche? Er versucht sich immer wieder zu überbieten, wie absurd er am Anfang von seinen neuen Filmen ausschauen kann. Mein Parker war mittlerweile ja noch relativ moderat. Redemption und jetzt Homefront? Wahnsinn, ich freue mich schon so auf die Expendables 3. Da taucht er dann wahrscheinlich als SpongeBob-Schwammkopf auf. Vielleicht hat er ja bei in Alex de la Iglesia in Witching and Bitching mitgespielt, uncredited. Das wäre mal spannend herauszufinden. Anyways, die Polizei stürmt das Labor, es kommt zu einer wirklich coolen Schießerei. Offensichtlich ist es aber auch den Cops vollkommen blunzendreck egal, dass das Zeug, was dort überall ist, komplett in die Luft fliegen könnte. Ich muss aber jetzt trotzdem wirklich vollkommen ungelogen zugeben, die Schießerei ist wirklich wirklich cool gemacht, es gibt einen riesengroßen Bodycount, eine dynamische, toll gemachte Action-Szene und der letzte Kill ist für die FSK 16-Freigabe auch wirklich heavy, so sehr, dass man sagen könnte, zwei Schüsse mehr und man könnte den Kerl als Robo-Gangster wieder zusammenstückeln. Derjenige, der da allerdings drauf gezahlt hat, ist der Sohn von dem Obergangster. Der ist jetzt dann aber böse auf Jason Statham. Obwohl Statham der Einzige in der ganzen Szene war, der mehr oder weniger nicht auf den Typen geschossen hat. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, 100 Schaften an Polizisten, das komplette Einsatzkommando steht dort und verwandelt den Typen in ein Sieb. Und Jason Statham ist der Einzige, der dort steht und sagt, nein! Aber gut, dass er jetzt schuld ist, es ist natürlich das Schicksal des Undercover-Cop und von einem Action-Fan auch, weil ich meine, so innovativ ist die Handlung auch nicht. Ich meine, das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, ist, dass Jason Statham alleine mit seiner Tochter lebt, weil seine Frau gestorben ist. Check! Dass er mit seiner Tochter alleine in eine Kleinstadt zieht. Check! Wo zufälligerweise ein Drogenboss regiert. Check! Der ansatzweise den anderen Drogenboss, dessen Sohn gestorben ist, kennt. Doppelcheck! Und wo sich Jason Stathams Tochter dann genau noch mit einem anderen Verwandten von diesem Drogenboss unbedingt anlegen muss, damit Jason Statham auf diese unforcierte Art und Weise ja noch ins Kreuzfeuer kommt. Doppel-, dreifach-, vierfach-Check! Yes! Sylvester Stallone, deine Feder ist
so subtil. Ich spüre den Drehbuch-Oscar förmlich schon kommen für das. Egal, Jason Statham wird auf jeden Fall in die Schule gerufen, eben weil sich seine Tochter mit dem Neffen, glaube ich, von James Franco angelegt hat. Die Pausenaufsicht hat gesehen, wie ihre Tochter ihn verprügelt hat. Tipptopp Pausenaufsicht, die einfach zuschaut und dann nachher sagt, ja, na, blöd, ich hab's gesehen. Die Lehrerin meint, Jason Stathams Tochter ist ein tolles Mädchen. Genau, ich finde das gut, dass gewalttätige Übergriffe irgendwie überhaupt niemand ernst nimmt in diesem Paralleluniversum. Ein tolles Mädchen, sie hat vor allem so einen tollen rechten Haken. Außerdem kann sie irgendwie Achtjährigen wunderbar die Nase brechen. Was für ein toll... Egal, vor der Schule kommt es zu einer kurzen Prügelei zwischen Jason Statham und dem Vater von diesem dicken Bully, dem ihn seine Tochter vermöbelt hat. Ist es gemein, wenn ich den Typen ab sofort Babe nenne? Lassen wir das. Auftritt James Franco. Er ist irgendwie der Drogenboss, eben der andere Drogenhersteller vermöbelt, weil sie in seinem Gebiet operieren. Solange in der Szene niemand von einem Tresor erschlagen wird, bin ich ja schon glücklich. Die Freundin von Jimmy, also dem Typen, der von Jason Statham vorher vermöbelt wird, diese Freundin, wie könnte man das ausdrücken, neben ihr ist Charlize Theron in Monster hübsch und sympathisch, ist extrem wütend auf Jason Statham, weil er eben ihren Mann öffentlich bloßgestellt hat, nicht dass das normal dann sie macht, so wie sie sich in der Schule und sonst irgendwie aufführt. Deswegen bittet sie James Franco Statham einfach einmal ein bisschen aufzumischen. Warte mal. Statham heißt in dem Film Broker und James Franco Gator. Das heißt, statt Homefront hätte dieser Film auch Broker vs. Gator klingen können, heißen können. Vor allem stellt euch das vor, The Asylum's Broker vs. Gator. Wie könnte der Film dann heißen? Mega Broker vs. Super Gator. Ein 2,50 Meter großer Jason Statham kämpft gegen James Franco im Godzilla-Kostüm. Nerdgasm! Würde ich jetzt einmal sagen. Ganz ehrlich, bam, warum dreht das niemand? Ha! Irgendwie, glaube ich, muss ich meine Medikation überprüfen. Lassen wir das. Jason Statham will sein Auto voll tanken. Leute kommen bei der Tankstelle, wollen natürlich, dass er aufhört und geht. Letztendlich verprügelt Jason Statham dann alle. Ganz ehrlich, das hat er einfach nur falsch verstanden. Das ist immer so, komplette Missverständnisse sorgen dafür, dass man irgendwelche unnötigen Probleme hat. Sie wollten ihn doch einfach nur von irgendwelchen überteuerten Spritpreisen beschützen. Lassen wir das. Es kommt zu einer wichtigen Bonding-Szene zwischen Jason Statham und seiner Tochter. Schau nicht so bonding! Bonding, nicht Bondage. Ja, natürlich gibt's da auch noch einen Dialog. Mir fehlt meine Mami so sehr. Warum kann Jason Statham nicht einfach einen kompletten Baumstamm durch den Wald tragen, mit ihren Reh streicheln und Eis essen, das Ganze zu cooler Musik? Das funktioniert erfahrungsgemäß für solche Sachen auch und ist vor allem ein bisschen schneller. Währenddessen durchsucht dann James Franco Jason Stathams Haus, findet heraus, dass er ein Ex-DEA-Agent, Undercover-Agent ist und glaubt dann blöderweise, dass er wegen ihm hergezogen ist, um quasi sein Business zu entbissenen. Die Akten landen natürlich letztendlich dann bei dem Typen, dessen Sohn am Anfang von diesem Film bei diesem Einsatz gestorben wurde. Um jetzt noch einmal daran zurückzuerinnern, ihr wisst schon, der Typ, der ein bisschen durchsiebt wurde. Mit einem Zitat von God's Army 3 könnte man das, glaube ich, ganz gut sagen. Woran ist er gestorben? Oh, wahrscheinlich Bleivergiftung. Gut, der böseste Klischee. Nein, James Franco ist wirklich der böseste Klischee-Gangster ever, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Jason Stathams Tochter vermisst plötzlich ihre Kuscheltiere. Er geht dann nach draußen suchen und findet einen abgerissenen Kopf von einem Stoffhasen. Das erste, was James Franco in Homefront ermordet, ist ein Stofftier. Oh, herrlich. Ganz ehrlich, so furchteinflößend wie James Franco jetzt auftritt, fürchte ich mich gar nicht um die Katze von Jason Stathams Tochter, die ebenfalls fiel. Da traut er sich sicher nicht drüber. Vor allem würden irgendwelche Tiere offscreen ermordet werden, dann müsste der Film ja theoretisch sofort bei der SpioJK landen und dann dort durchfallen. Jason Statham konfrontiert Gator in irgendeinem Diner und meint, er soll von ihm fernbleiben, bekommt dann von Randy, Klammer DEA, einfach eine E-Mail mit Informationen über Cheryl, die
wenn es wirklich gut spielt, auch wenn es so unsympathisch ist. Wie war das jetzt noch einmal mit irgendwelchen Geheimhaltungsverpflichtungen und Datenschutz und so weiter? Oder ist es eigentlich so, dass in US-Filmen generell dieses ungeschriebene Gesetz herrscht, dass solche Sachen nur dann gültig sind, wenn sie der Drehbuchautor gerade für irgendeinen Plotpoint braucht und dass man sonst einfach sagen kann, her mit der E-Mail. Wurscht, Jason Statham geht dann in James Francos geheimes Labor, spielt dort quasi Jason allein zu Hause. Finde ich relativ cool, dass das ganze Material für diese Sprengbirnen, mit denen offensichtlich im Endeffekt dann nur Freddy Krueger sekiert werden soll, aber gut, dass auf der Stiege dann auch immer noch eine Matratze gelegen ist, dass er sich halt nicht wehtut beim Fallen, gell? Das sollte Jason Statham auch irgendwo montieren. Dort baut er diese Sprengbirnen, dann wird er von den Leuten von dieser Tankstelle überwältigt, deren Lieblingsfilm ist offensichtlich Guy Ritchies Rock'n'Roller, aber natürlich nach einer ganz kurzen Verhörszene kann sich Jason Statham befreien, kann die Gangster besiegen, ist eine coole Kampfszene, war auch, muss ich zugeben, mittlerweile schon wirklich an der Zeit, weil würden wir das jetzt wahrscheinlich aufrechnen auf die Laufzeit von dem Film, gab es bis jetzt ungefähr genauso lange Action, wie Jason Statham mit seiner Tochter auf einem Pferd geritten ist, ohne das Pferd nachher zu essen. Ganz ehrlich, Jason Statham ist der Pferdeflüsterer 2, entweder der langweiligste Film aller Zeiten oder definitiv das nächste Projekt von The Asylum. Aber vorher macht ihr bitte noch Mega Broker vs. Super Gator. Jason Statham will dann mit seiner Tochter aus der Stadt verschwinden, als James Franco allerdings dann mit seiner Privatarmee anrückt, tut sein riesiges privates Wachenarchiv offensichtlich auch, aber das hat er leider nur in irgendeinem Koffer. Da hat er ungefähr, glaube ich, 700 Macheten und Buschmesser und Schrotflinten, Maschinengewehre, alles drinnen. Nicht ganz so tiptop organisiert wie Arnold Schwarzenegger, der ein Phantomkommando, eine eigene Scheune dafür gebaut hat, die mit einem klitzekleinen Zahlenschloss geschützt hat. Wo ich mich dann auch wiederum noch einmal fragen muss, wie sehr wirksam jetzt ein Zahlenschloss ist bei einer Holzhütte. Aber lassen wir das. Jason Statham hat das Ganze in einem mehr oder weniger Plastikkoffer, der einfach nur unter seinem Bett steht, ist jetzt schutztechnisch auch mäßig intelligent. Und warte mal, nachdem jetzt James Franco vorher in seinem Haus war und herausgefunden hat, dass Jason Statham bei der DEA ist, wäre es da nicht intelligenter gewesen, als einen Stoffhasen zu köpfen, dass er vielleicht sein Haus durchsucht nach möglichen Waffen und ihm möglicherweise die Munition klaut, dass dann letztendlich dieser Überfall nicht ganz so, also wirklich komplett in die Hose geht, wie er das dann wirklich tut. Aber gut, wir brauchen natürlich ein Finale, wir brauchen einen Plotpoint im Pferdestall. Er sticht in der Zwischenzeit Jason Stathams Bauassistent, einer der Gangster, mit einer Heugabel. Und erstens, das Wort Assistent will ich wirklich in der letzten Zeit nicht mehr hören. Und zweitens, so filmt man das Demented Death Farm Massacre, the movie. Es kommt zu einer großen Schießerei bei Jason Stathams Haus, relativ cool gemacht, aber natürlich ziemlich klassisch. Er trifft alle sofort, niemand trifft ihn. Außerdem ist die Szene relativ dunkel gehalten, dass man nicht so viel erkennen kann, wie ich das vielleicht eigentlich ganz gerne würde. Jason Statham meint dann zu seiner Tochter, lauf weg, flüchte, flüchte, entkomme. Sie natürlich geht dann direkt zu Winona Ryder, die einfach dort steht und steigt mit ihr ins Boot ein. Sollte Jason Stathams Tochter, die er übrigens dahingehend ausgebildet hat, dass sie Bullies vermöbeln kann, nicht ein klitzekleines bisschen cleverer sein? Warte mal, 1+1. Bei mir zu Hause ist eine große Schießerei. Und 5 Meter von dieser Schießerei entfernt steht eine Frau bei einem Boot und wundert sich gar nicht, dass da geschossen wird. Nein, das finde ich überhaupt nicht verdächtig. Da kann man sicher einsteigen. Vielleicht hat sie auch noch irgendwelche Zuckerl mitgehabt oder wieder angenähte Köpfe von Stoffhasen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt übrigens dann diese Entführung, die auf dem Covertext von der Blu-ray erwähnt wird. Übrigens vielen, vielen Dank an Universum Film dafür, dass ihr quasi etwas, das 15 Minuten vor Ende des Films passiert, in die Inhaltsangabe auf dem Backcover mit hineinnimmt. Das ist quasi keine Inhaltsangabe, kein Covertext, das ist eine Zusammenfassung des kompletten Films. Ich würde mich schon freuen, wenn derselbe Kerl dann eine Inhaltsangabe schreiben würde zu die üblichen Verdächtigen. Endet dann wahrscheinlich mit der Zeile, wie lange wird es dauern, bis die Polizei herausfindet, dass die Geschichte, die er erzählt, frei erfunden ist und nur von dem Anschlagbrett neben ihm abgelesen wird. Wäre doch ein tipptopp Plan!
an, oder? Egal, James Franco beschimpft dann Winona Ryder, weil sie quasi eine Zeugin angeschleppt hat. Genau, weil sonst hätte ja niemand draufkommen können, wer hinter der ganzen Sache steckt. Das war so schwer festzustellen. Nachdem James Franco mit einer riesigen Privatarmee als einziger Typ ansatzweise in der Gegend, der über eine riesige Privatarmee verfügt und Jason Statham 5-mal bedroht hat, bei ihm zu Hause das Haus zerlegt hat, das wäre niemandem auch nur ansatzweise aufgefallen. Da ist natürlich das mit der Zeugin ein großes Problem. Jetzt erst dreht jemand das Licht in James Francos Labor auf. Das fliegt natürlich durch die von Jason Statham gebauten Glühbirnen in die Luft, was im Endeffekt bedeutet, dass Jason Statham mit seinen Sprengbirnen fast seine eigene Tochter in die Luft gejagt hat. Whoopsie Daisy! Winona Ryder will mit Jason Stathams Tochter abhauen. Von Mord und Entführung war nie die Rede. Ein schwer bewaffneter Drogenbandentrupp rückt bei dem Haus von einem Ex-DEA-Agenten ein. Was genau hast du gedacht, dass da der Plan ist, dass sie sich gemeinsam im Fernsehen eine Wiederholung von Scarface anschauen oder sich totkitzeln? Ich weiß es nicht. Das Finale wird dann eine Autoverfolgungsjagd zwischen James Franco und Jason Statham. Dass dann mehr oder weniger damit endet, dass die Brücke quasi geöffnet wird, dass sich Stathams Auto überschlägt, Franco will ihn natürlich töten, aber Jason Statham gewinnt letztendlich die Überhand, drückt dann James Franco die Pistole auf die Stirn, aber sieht natürlich genau im richtigen Moment seine Tochter und lässt ihn dann doch am Leben. Warte mal, wir haben jetzt wieder einen Actionfilm mit einem aus dem Cast von The Expendables, wo das Finale auf einer Brücke stattfindet. Hallo, The Last Stand! Und ich bin so froh, dass in Homefront kein Johnny Knoxville war! Ja, eigentlich ist der Schlusskampf zwischen James Franco und Jason Statham relativ kurz ausgefallen, aber macht in dem Sinne nichts. Ganz zum Schluss muss natürlich Jason Statham dann noch diesen Gangster im Gefängnis besuchen, der auch für diese Armee verantwortlich ist und ihm ein bisschen drohen, was dann passiert, wenn er wieder rauskommt, quasi so Blade 2 Reloaded. Macht nichts, damit ist dann Homefront zu Ende. Homefront ist ein 0815 Actionfilm, eindeutig, aber damit auch genau das, was man sich erwarten würde, wenn man einen Streifen mit Jason Statham einlegt. Die Action-Szenen sind cool gemacht, gerade die Schießerei am Anfang des Films und das Finale sind wirklich tipptopp. Da merkt man, dass das Drehbuch von einem Actionfilm-Veteran wie Sylvester Stallone stammt. Auch die schauspielerischen Leistungen von unter anderem Jason Statham, James Franco und Winona Ryder sind ebenfalls in Ordnung. Was ich allerdings anmerken muss, ist, der Film hat schon in seiner zweiten Hälfte den ein oder anderen Durchhänger, wo er möglicherweise rasanter hätte inszeniert werden können. Trotzdem muss man zugeben, wird der Film nie langweilig, ganz im Gegensatz zu dem für mich ein bisschen enttäuschenden Redemption mit Jason Statham. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist die Tatsache, dass mehr oder weniger die komplette Handlung des Films auf dem Backcover der Blu-ray vorweggenommen wird, auch wenn sie jetzt eben sehr standardmäßig ist, empfehle ich an der Stelle, sie einfach nicht zu lesen. Wer gerade nichts Besseres zum Schauen hat, wird mit Homefront wahrscheinlich nicht enttäuscht. Als Fan von Jason Statham, als Fan von Actionfilmen, kann man mit dem Titel eigentlich nichts falsch machen. Man sollte sich allerdings nicht erwarten, gerade das neueste Action-Highlight in seine Sammlung zu holen. Der Film ist einfach, ja, okay.